Naja, also es geht ja dann schon in der Musikschule los. Man merkt ja dann, ob man eigentlich auf die Bühne möchte. Da gab es eine Situation, wo der Lehrer irgendwie es verpasst hatte, mich anzumelden fürs Vorspiel. Da war ich super bitter enttäuscht. Schon als Kind habe ich schon gespürt, ich will aber auf die Bühne. Wie geht es denn weiter? Weil selbst wenn ich jetzt noch Arbeit habe oder noch die Arbeit, die man vielleicht auch durch Fördermittel auch an Land gezogen hat, das geht ja dann auch irgendwann ja, dem Ende hin. Und wie geht es dann weiter? Ja? Was passiert nächstes Jahr oder was passiert jetzt in ein paar Monaten? Das weiß ja niemand. Ja, hallo und herzlich willkommen heute wieder zu einer neuen Ausgabe von Backstage Talk. Bei mir ist heute eine richtige Virtuosin auf der Violine. Sie spielt unter anderem auch bei dem Rundfunk-Tanzorchester Ehrenfeld von Jan Böhmermann und hat wahnsinnig viele andere Projekte noch in der Pipeline, unter anderem ihre neue CD von ihrem eigenen Quartett. Bei mir ist heute Susanna Leharova. Herzlich willkommen! Dankeschön, hallo Sarah. Ich freue mich mega, dass du da bist, Susanna. Ich freue mich auch voll, dich endlich wiederzusehen. Ja, das nehmen wir auch als Chance, um uns wieder zu begegnen. Und ich freue mich, Susanna, dass es dir wieder gut geht. Meine Frage, wie geht's dir heute? Denn ich wollte Susanna eigentlich schon viel früher interviewen, aber sie hatte Corona bekommen. Also das war ja schon ein Schock. Ja, das war auf jeden Fall ziemlich blöd. Vor allem, weil ich sehr viel Acht gegeben habe. Es waren ja irgendwie noch Jobs am Start. Die wenigen übrig gebliebenen Auftritte oder Studiojobs. Und dadurch bin ich erstmal wieder aus der Bahn geworfen worden. Und Ja, das Wahnsinn. hat natürlich allerlei Konsequenzen. Und ich kann mit gutem Gewissen sagen, ich war bei keiner Veranstaltung, hatte niemanden getroffen. Also scheint doch sehr mies zu sein, dieses Virus. Wie Genau. ging es dir dann gesundheitlich? Also ich habe alles an Symptomen mitgenommen, aber jetzt geht es mir wieder gut, zum Ja. Glück, genau. Und ich habe auch niemanden sonst angesteckt in der Familie. Und lagst du Das war, richtig flach? ja, Boah. also es war schon, hat, man, also ich war völlig schlapp einfach. Ich konnte Weißt du, wo du dir das nichts geholt mehr. hast? Nein, eben nicht. Nee. Und jetzt, Auch keine Idee. was würdest du uns allen empfehlen, wenn die das noch nicht hatten? Also einfach sich an die kleinst, also an die Regeln einfach zu halten, also ans Händewaschen, nicht ins Gesicht zu fassen. Vielleicht ist man da vielleicht zwischendurch wieder mal unvorsichtiger, einfach nicht auch in Läden oder in öffentlichen Verkehrsmitteln versuchen, sich von Leuten fernzuhalten, weil das wäre so eine Theorie von mir, die noch so übrig bleibt. Ja. Allerdings in meinem Fall kann es natürlich auch sein, dass das doch jemand von außen in die Familie getragen hat und wir das nicht bemerkt haben, weil es gibt halt einfach noch die symptomlosen Fälle. Ja. Ja, für andere dann Wow. blöd. Oh mein Gott, aber gut, dass du das so gut überstanden hast. Gott sei Dank, da war ich wirklich geschockt. Und wie hat sich dich das dann finanziell auf dich ausgewirkt? Vielleicht nicht nur Corona, die Krankheit, aber auch jetzt die Krise. Also blöd, doppelblöd. Kann man sagen, ne? Einfach. Keine Frage. Zumal man ja auch, ich hatte mich besonders auf dieses Jahr gefreut, eben mit mein Debütalbum zu releasen und mich weiter auf dem Markt zu positionieren natürlich. Aber ich muss trotzdem sagen, gehöre ich ja noch zu den wenigen glücklichen Künstlerinnen, die ja irgendwas zu tun haben, weil wir sprechen ja jetzt von. Also das, was ich jetzt noch mache, das ist ja wirklich auch eine Luxussituation. Man versucht zwar allerlei Ideen aus dem Boden zu stampfen, um sich noch besser zu connecten. Das ist halt auch eine der wenigen positiven Dinge, die dann in dieser Zeit passiert sind. Aber im Grunde genommen ist das ja schon schwierig. Und auch
das Schwierige daran ist, dass es so nicht absehbar ist, was in Zukunft passiert einfach, oder? Wie geht es denn weiter? Weil selbst wenn ich jetzt noch Arbeit habe oder noch die Arbeit, die man vielleicht auch durch Fördermittel auch an Land gezogen hat, das geht ja dann auch irgendwann dem Ende hin. Und wie geht es dann weiter? Ja? Genau. Was passiert nächstes Jahr oder was passiert jetzt in ein paar Monaten? Das weiß ja niemand. Das fragen wir uns alle. Und Gott sei Dank hast du da noch ein paar Steady Jobs, also einige Jobs gehen halt noch weiter, ne? Genau, das meine ich mit glückliche Lage auch. Also das hat, ich weiß zwar auch nicht, ob das jetzt, wie lange das anhält, aber das ist mein persönliches Glück jetzt so in dieser Situation. Und dann hast du ja einen Job, ist ja dein Steady Job beim Rundfunk, sage ich wieder richtig, Rundfunk Tanzorchester Ehrenfeld. Genau. Wie ist es denn da zu arbeiten? Ich sehe dich da im Fernsehen und denke, boah, cool, die kenne ich. Du machst das so toll. Das ist eine super schöne Atmosphäre. Und das ist ein besonderes Privileg, dass wir jetzt wieder auch im Studio sitzen dürfen, wenn auch unter Corona-Auflagen, also auch wirklich streng. Wir haben da auch einen, ich glaube, das ist so eine Art Gesundheitsbeauftragter, also wirklich vom Gesundheitsamt, der immer kontrolliert und die Bläser-Section sitzt separiert im Backstage, also hinter der Bühne und nochmal voneinander getrennt mit Trennwänden. Das ist schon eine andere Art von Zusammenspiel, als man es gewohnt ist, gerade in so einer Band, die schon sehr, wir haben uns ja sehr zusammengespielt die letzten Jahre und waren auf Tour und alles. Ja, wie ist das denn überhaupt entstanden, dass du da reingekommen bist? Ich wurde gefragt. Ach wirklich? Wow, das ist der Hammer. Wann war das? Das ist jetzt schon, wie viele Jahre ist das jetzt her? 3-4 Jahre? Schon? Ja, Wahnsinn. Wow, toll. Krass, schon so lange. Ja, tolles Projekt. Ich habe auch gesehen, ihr habt zwischendurch umbenannt in Distanzorchester. Ja, genau. Das habe ich dann gesehen, die Folge. Das war total cool. Da wart ihr alle zugeschaltet aus euren privaten Räumen in das Studio. Genau. Via Zoom, ne? Genau, teilweise aus den Privaträumen, im Sommer sogar auch noch von unterwegs. Und kennst du den Jan Böhmermann auch persönlich? Ja, wir waren ja mit Jan auf Tour. Ja, da kommt man sich schon mal näher und ins Gespräch oder wie? Das ist auf jeden Fall ein sehr angenehmer Zeitgenosse und klar, wir waren jetzt nicht mit ihm in einem Tourbus, weil man muss sich natürlich dann als Künstler, der da an der Front steht, braucht man schon so noch mal so seine eigene Ruhe und Distanz vom restlichen Trubel. Mhm. Aber das war also ein super angenehmes Zusammenarbeiten und auch dann im Studio mit dem ganzen Team. Mhm. Und Atmosphäre. Ja, also toll, super Projekt. Also ich freue mich dann immer, dich da zu sehen. Und du hast eine wundervolle CD rausgebracht. Hier stehen 2 CDs. Erklär doch mal, was ist das genau? Also, das ist so mein eigenes Hauptprojekt. Oh ja, das können wir in welche Kamera halten? Am besten die hier, ja. So. Das trägt, also das Quartett trägt ja auch meinen Namen, Susanna Leharova Quartett. Und das sind halt größtenteils Eigenkompositionen, nur außer einem Stück. Ich rücke halt die Geige in ein sehr eigenes Licht. Also ich spiele ja auch Jazz, improvisiere viel. Und versuche dann im Quartett mit Schlagzeug, Klavier, Bass dann noch so meine eigenen Ideen aufzugreifen, weiter zu verarbeiten und weiterzuentwickeln. Und das ist eben unser Debütalbum und kam jetzt bei Double Moon Records Next Thing Generation raus, die halt gerade solche Debütsachen featuren. Ja, und wo kann man die bestellen? Kann man da einen Link einblenden? Könnt ihr auf meiner Homepage bestellen. Das wäre www.susannaleharoba.com. Genau. Und super, das ist ja auch eine Sache, mit der man dich jetzt vor allen Dingen in dieser Zeit unterstützen kann. Ne? Genau. Man möchte ja keine Almosen haben, aber du hast halt ein mega tolles Produkt. Damit könnt ihr mich supporten natürlich. Oder auch wenn ihr andere Sachen jetzt Weihnachten kauft, dass ihr vielleicht lokale Künstlerinnen und Künstler supportet, das wäre so das Coolste, was man jetzt machen kann. Das ist auch ein bisschen traurig jetzt, weil ich morgen mein erstes Release-Konzert gehabt hätte. Echt wahr? Wo hattest du das geplant? Ist mir nicht eingefallen. Das hätte eben aufgrund von Corona in so einem coolen Programmkino in Köln stattgefunden.
dass man genügend Plätze gehabt hätte für die Leute, also ein Raum, der groß genug ist. Ja. Und das ist halt super traurig jetzt, oh, weil man ja so lange da hingefiebert und hingearbeitet echt hat, über ein Jahr lang, und das ist jetzt so ein bisschen bittere Pille. Bitter, boah, ehrlich gesagt. Also, supportet Susanna, das hat sie doch wirklich verdient. Und das ist ja auch wunderschön, wie du spielst, das werden wir vielleicht gleich noch hören. Ja, genau, oder so Newsletter abonnieren, damit man irgendwie mitbekommt, wenn dann endlich Konzerte stattfinden können. Genau. Oder tausende Daumen hoch überall auf Instagram, auf Facebook findet ihr Susanna. Genau. Und könnt ihr überall ein Herzchen dalassen. Ne? Oh. Das ist doch ein guter Anfang, oder? Ja. Findest du nicht? Mhm. Ja. Wir haben uns ja kennengelernt, Susanna, auf der Metal-Bühne mit richtig einer bestimmten Band, wo wir auch hier und da immer getourt sind, genau, und gespielt haben. Du bist ja super vielfältig auch unterwegs, ne? Du hast von Klassik bis Rock, Pop, Jazz, Impro sogar. Wahnsinn, wie du da aufgestellt bist und das als Violinistin, ne? Wie bist du denn dazu gekommen? Hast du dich immer schon so für verschiedene Stile interessiert oder? Ja, ich glaube schon. Also ich bin dann schon erst mit dieser klassischen Schiene, also ich wurde halt erst klassisch unterrichtet, war auf dieser typischen Schiene, ja, sie wird irgendwann Orchestermusikerin oder sowas. Ja. Und da können wir, darf ich da ja kurz rein? Mhm. Denn Susanna Leharova ist eine Nachfolgerin, Nachkömmling von Franz Lehár. Ist das nicht der Knaller? Also die Nicht-Klassik-Leute, vielleicht kannst du das kurz erklären. Ja, das ist ein sehr berühmter Operettenkomponist, der genau in der K&K-Zeit sehr groß geworden ist. Ja, und dessen Lieder man auf der ganzen Welt kennt oder kennen sollte. Ja, 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 Wahnsinn. Ja. Und das hat dich auch bestimmt beeinflusst dann auch, wo du gerade von Klassik sprachst, oder? Wie meinst du? Na, wenn man weiß, dass man diese Wurzeln hat. Ja und nein. Also es war, Licht. Das macht nichts, wir machen trotzdem weiter. Also wir waren stehen geblieben bei deinem. Genau, also ich glaube, ich habe einfach Großvater. Ich hatte einfach eine musikbegeisterte Familie, also keine Musiker, aber musikbegeisterte Familie, die zum Glück einfach supporten wollten, was ihre Kinder gerne machen würden. Also die haben uns halt einfach immer unterstützt. Und ich habe einfach auf diesem Weg, als ich irgendwie am Konservatorium ausgebildet wurde, gemerkt, dass ich mich auch für andere Sachen oder andere Stile interessiere. Und dann habe ich auch irgendwann mal, also es geht ja dann schon in der Musikschule los. Man merkt ja dann, ob man eigentlich auf die Bühne möchte. Mhm. Da gab es eine Situation, wo der Lehrer irgendwie es verpasst hatte, mich anzumelden fürs Vorspiel. Da war ich super bitter enttäuscht. Schon als Kind habe ich ja schon gespürt, ich will aber auf die Bühne. Ja. Und später dann aber, ja, aber was willst du eigentlich für Musik machen? Dann habe ich irgendwann mal zufällig eine lokale Jazzband auch gehört, wo ein Jazzgeiger gespielt hat, und dachte so, egal, ich möchte eigentlich, das ist irgendwie wie Pop, aber für mich interessanter. Ja. Auch wegen der Harmonien und dieser Art von Zusammenspiel mit Improvisation. Und das wollte ich unbedingt, also irgendwie wollte ich das schon heimlich machen. Das war schon so im Kopf. Auch wenn es erst viel später passiert ist, dann letzten Endes. Aber hat dich schon sehr beeinflusst damals, genau, schon. Ja. Und dann auch der offene Blick für immer, hast du alles aufgesogen, andere Musik. Ja, ich wollte auch alles probieren und ich wollte mich auf der Bühne probieren und genau, auch mal, also auch in Richtung Rock oder mal verzerrte Geige. Thank you.
bevor wir zum Schluss kommen, liebe Susanna, du hast gerade schon mal gesagt, es ist so unsicher, wie es weitergeht. Wie geht es denn erstmal jetzt weiter für dich? Weißt du so ein bisschen was? Hast du einen Plan? Ja, der Plan ist, sich weiter, also klar, ich habe meinen Fernsehjob, aber es ist erstmal weiter, sich darum zu bemühen, trotzdem in Kontakt zu bleiben mit anderen Künstlerinnen, aber auch mit Veranstalterinnen, Veranstaltern, dass man weiß, wie geht es weiter, wann geht es weiter oder vielleicht auch tatsächlich nach neuen Formaten sucht oder neue Formate findet, um was stattfinden lassen zu können und das auch immer wieder ins Bewusstsein der Menschen zu bringen. Also ich meine, man muss das gar nicht ins Bewusstsein bringen, weil jedem fehlt im Moment Kultur, Musik, also und das Zusammensein, einfach geselliges Zusammensein. Ich glaube, wichtig ist auch für uns Künstlerinnen und Künstler, dass wir jetzt auch nicht alles gratis ins Internet hinausschmeißen und dass wir trotzdem irgendwie klar machen, wir müssen davon leben, wir können hier nicht alles für lau. Ja, wir sind systemrelevant. Wir sind systemrelevant und genau, das. Das ist ein schönes Schlusswort. Das würdest du auch anderen empfehlen, ne? Oder? Was wäre das so deine Meinung? Einfach weitermachen, jetzt nicht den Sand in den Kopf, Steck den Sand in den Kopf und dann passt das schon. Ja, das sagt sich auch so leicht. Es gibt ja trotzdem, gerade wenn ich das nochmal sagen darf, wenn man Familie hat oder jetzt Frau mit Kindern, die sind dann in dieser Situation besonders gefordert, weil sie oft dann diejenigen sind, die dann doch zu Hause bleiben und Homeschooling machen oder für irgendwelche anderen Dinge zuständig sind oder eben viele Künstlerinnen und Künstler, die dann doch irgendwie einen Job an der Tankstelle annehmen, weil man muss ja irgendwie seine Kredite weiter bezahlen. Mhm. So einfach ist das. Ja. Aber man hat sich das ja nicht ausgesucht, das ist ja ein Arbeitsverbot. Genau. Wie wir dich unterstützen können, das wissen wir jetzt, nämlich indem wir deine Mega-Hammer-CD kaufen. Übrigens, dieses Foto, ich liebe das, du siehst Hammer aus. Das müsst ihr gleich euch alle nochmal angucken. Knochenmann. Richtig tolles Crossover-Bild. Liebe Susanna, danke fürs Kommen. Bleib weiterhin danke so fröhlich und munter und gesund vor allen Dingen. Ich wünsche dir alles Gute. Ja, du auch. Bleib gesund. Danke. Und ich freue mich wieder, wenn ihr wieder einschaltet und auch hier überall einen Daumen und ein Herzchen da lasst. Wir brauchen euren Support, gerade jetzt. Auch alle anderen Künstler brauchen Daumen und Herzen, ganz viel Love und Support. Danke fürs Zusehen, danke für eure Liebe und euren Support. Bis dann. Muah.